Im Jahr 1999 malt Markus Mantel, nachdem er ein Manuskript über den Leidensweg von Anna Mettbach gelesen hat, dieses Bild. Sicherlich kann man das Bild auch ohne die persönliche Geschichte Anna Mettbachs zu kennen, betrachten und interpretieren. Aber zum tieferen Verständnis ist es wichtig, den Weg zum Bild zu kennen. ...1942 verhaftet und nach Auschwitz deportiert, weil sie als Sintetza ihren Wohnort verlassen hat. Von 1942 bis 1944 im Vernichtungslager Auschwitz gefangen. 1944 zur Zwangsarbeit nach Wolkenburg in Sachsen verschleppt. Anfang 1945 auf dem Todesmarsch in Richtung Dachau. 1945 von der amerikanischen Armee im Konzentrationslager Dachau befreit. Jahrzehntelang kann Anna Mettbach über ihre Leidensgeschichte nicht sprechen. Das ändert sich 1992 nach einer rassistisch motivierten Gewalttat in Mölln. Menschen starben. Als mein Kind verbrannte. Und da musste ich raus. Darüber reden. Seitdem habe ich mir es zur Aufgabe gemacht, Zeitzeugin in Schulen zu sein. Als die Synagogen brannten, war für uns der Ofen aus. Immer wieder geht sie in Schulen, spricht als Zeitzeugin und vermittelt Jugendlichen eindrucksvoll ihre Leidensgeschichte. Es war verboten, alles, was im staatlichen Dienst war, Beamtendienst, wurde entlassen. Die Schule durften wir nicht mehr besuchen. Ja, und Dada hat mich angemeldet beim Stadtpfarrer. In einem 6-stündigen Interview schildert sie ihre Lebensgeschichte. Das Interview ist die Grundlage für das Buch »Ich will doch nur Gerechtigkeit«, die Leidensgeschichte einer Sintetza, die Auschwitz überlebte. Markus Mantel, ein Maler aus Lautern, liest das Manuskript. Bislang malt er hauptsächlich Naturbilder. Ein weiterer Bereich seines Schaffens sind religiöse Motive. Es ist für ihn eine Herausforderung, Anna Mettbachs leidvolles Leben im Konzentrationslager in einem Bild auszudrücken. Wenn Menschen morden, gehen mit Menschen um wie Schrott und sie dann heimkommen, vielleicht zu Weihnachten, das Fest der Liebe, des Friedens, zu Frau und Kind. Sie sind liebenswert. Sie schäumen über vor Liebe. Wie kann Liebe und Vernichtung in einer Haut gedeihen? Wie kann beides stattfinden? Eine besonders eindrückliche Schilderung vom Sterben eines Kindes beeindruckt Mantel so sehr, dass er sie in den Bildmittelpunkt rückt. Die Mutter bekam Angst. Sie konnte nicht mehr zusehen, wie dieses kleine Wesen den grausamen Hungertod sterben soll. So drückte sie es an sich. Das erstickte. Es blieb ihm viel erspart.